Mit der Gefangenenstute im Schlepptau näherten sich Björni und Jora Rabenhorst, und Jora bemerkte sofort, dass etwas nicht stimmte. Hinter dem offenstehenden Tor standen Menschen, die eigentlich ihrer Arbeit nachgehen sollten, in Gruppen zusammen und diskutierten gestenreich miteinander. Sie stieg ab und bat Björni, Sternenfeuer und Bruni zur Koppel zu bringen. Noch bevor sie den Dorfplatz erreichte, kam Lars ihr entgegen. Der hagere Mann hatte rote Flecken im Gesicht und seine Miene war angespannt. »Sie haben uns entdeckt«, rief er aufgeregt. »Die Muschelsammler konnten ihnen gerade so entkommen.« »Wem entkommen? Nun sag schon.« Lars strich sich nervös über die Glatze. Gudrun berichtete, dass plötzlich, wie aus dem Nichts, ein Boot mit zwei Männern unweit von ihnen aufgetaucht ist. Einer der Insassen war Fenrir, ihr früherer Herr. In ihrem Begleiter, einem jungen Mann, glaubt sie, den ältesten Enkelsohn des alten Fischers erkannt zu haben. Das waren schlimme Nachrichten. Jora rechnete fieberhaft nach. Fenrir würde, sofern das Wetter mitspielte, Waldhafen in etwa 8 Tagen erreichen. Nach 2 oder 3 Tagen der Vorbereitung würde Thorolf seine Schiffe mit Bewaffneten bemannen und in See stechen. Jora kam zu dem Ergebnis, dass die Männer Waldhafens das Delta in knapp 20 Tagen erreichen konnten. Das war wenig Zeit. Aber sie würde sie nutzen, so gut es ging. »Ruf den Rat zusammen«, wies sie Lars an. Sie blickte in den sommerblauen Himmel. Regen schien nicht in Sicht. »Wir treffen uns in der Dämmerung draußen an der Feuerstelle.« Auf dem Weg zu ihrer Hütte kam Jora am Schandpfahl vorbei. Pedro saß auf dem Boden. Seine Handgelenke waren hinter seinem Rücken im Abstand von etwa 2 Fuß an einem stabilen Holzstab gefesselt, der wiederum mit einem kurzen Seil am Pfahl befestigt war. So war es ihm zwar möglich, sich eingeschränkt zu bewegen, aber mehr als einen Schritt konnte er sich nicht vom Pfahl entfernen. Bodo hockte vor ihm und redete leise auf ihn ein, woraufhin Pedro nickte. Sah der Übeltäter sein Unrecht ein? Neugierig rief sie nach Bodo. Außer Hörweite des Gefesselten fragte sie ihn, »Zeigt er Reue?« Bodo lächelte schmal. »Anfangs nicht. Da hat er nach mir getreten, wenn ich mich ihm genähert habe, und immer wieder behauptet, Edel hätte es insgeheim auch gewollt, hätte es nur nicht zugegeben. Als ich ihm vor 2 Tagen half, seine Notdurft zu verrichten, wurde er zugänglicher. Vielleicht auch, weil ich außer seiner Mutter der einzige Mensch bin, der freundlich mit ihm spricht und ihn nicht beschimpft oder anspuckt, wie es einige Frauen tun, wenn sie an ihm vorübergehen.« »Das hat der Kerl verdient«, sagte Jora hart. Bodo nickte. »Ich weiß, doch ich habe ihm keine Vorhaltungen gemacht, sondern ihm zuerst nur erzählt, wie ich als Junge vergewaltigt wurde und wie elend ich mich jedes Mal danach gefühlt habe.« Offenbar wusste Pedro nicht, dass manche Männer so grausam zu Kindern sein können, denn er schaute mich ungläubig an und meinte, das sei nicht das Gleiche. Ich habe ihn gefragt, wie er sich denn fühlen würde, wenn ich ihn hier und jetzt gegen seinen Willen missbrauchen und danach behaupten würde, insgeheim hätte er es gewollt. Das hatte ihn nachdenklich werden lassen, und ja, seitdem bemerke ich Anzeichen von Reue in seinem Verhalten.